Wir haben beide geschaut. Vom Gewicht her unterscheiden sie sich natürlich schon ein bisschen. Hermann Hergert hier mit 94,4 gegen die 104 Kilo von Sebastian Herzberg. Aber sie haben gesagt, okay, wir tragen es aus. Wir wollen die Leute nicht enttäuschen. Wir sind vorbereitet sowieso gewesen. Lass es uns anpacken. Ja, liebe Zuschauer, das schwerste Duell des Abends. 94 Kilo gegen 104. Der kleinere, dynamischere wird wohl Hermann Hergert sein. Aber schauen wir doch mal. Herzberg ist einfach ein kräftiger Mann. Ich habe ihn vorhin hinten im Backstage gesehen. Ja, ist halt einfach 104 Kilo. Das merkt man da eben einfach. Wenn man da guckt, dass Hermann Hergert selber mit fast 95 Kilo, 1,90 Meter dagegen aussieht wie ein Schmächtling. Schmächtling. Ja, eben, das ist täuscht brutal. Da denkt man wirklich, da ist der... Oh, stark. Und gut hier in den Bodylock hineingekommen. Hermann macht das gut. Schön die Kopfposition. Das ist natürlich schwer für Hermann Hergert, einen so großen Koloss da vielleicht noch die selber schieben zu wollen. Da wird er wohl nicht allzu viel Energie drauf verschwenden dürfen. Ja, ich denke mal, in der Vorbereitung wird er auch mit schwereren Leuten kämpfen. Halbschwergewichte, oh, schöne, gute Kombination. Schöner Shoot, starker Shoot. Hat die Beine, kann jetzt hier die Hände hinten zusammen umgreifen. Und jetzt sind sie bei uns direkt hier vor der Ecke. So, jetzt ist schon ganz schön geballt. Zwei so wuchtige Burschen hier am Boden. Ja, da tut vor allem auch jeder Schlag irgendwie weh. Man hört auch, wie es... Ah, schöner Schulterstoß. Der erlaubt es, muss man gerne dazu sagen. Ja, nicht, dass jetzt einer hochschreckt und sagt, ja, hör mal, was macht denn der da? Ich mache das auch sehr gerne. Das ist, wenn man das richtig trainiert, hat das eine richtige Wucht. Und das ist vor allem auch etwas, was man nur nicht kommen sieht. Und wenn man eine harte, knochige Schulter hat, kann das schon wehtun. Hermann macht hier schon vieles richtig hier. Also Herzberg kann sich aus der Rückenposition und kommt nach oben. Oh, direkt in die Mount reingesprungen. Wahnsinn. Sehr gut. Mount-Position für Herzberg. Muss er aufpassen, dass er nicht abgeworfen wird. Ja, oder hier in die Backmount-Position hineingelangt. Herzberg hier wieder ist in großen Problemen hier. Wir haben es vorhin schon gesehen gehabt. Aber beide für diese Größe und dieses Gewicht sehr beweglich am Boden. Ja. Und Herzberg, der hält natürlich jetzt die Hände vors Gesicht auf jeden Fall auf der einen Seite, wo er weiß, da ist die rechte Hand von Hergert frei. Und jetzt haben wir hier genau die gleiche Situation, die wir vorhin mit Ali Reza Rasuli hatten, der dort ebenfalls aus der Position seinen Kampf erfolgreich beenden konnte. Und Hergert versucht es jetzt unter dem Arm durchzuschlagen von Sebastian Herzberg oder dann eben schnell drüber. Hermann wird hier ermahnt, nicht auf den Hinterkopf zu hauen. Und Herzberg ist hier rutscht raus. Rutscht raus. Armhebel. Vorsicht. Sehr schön. Und jetzt wird es für Hermann sehr schwer hier. Bin ich jetzt gespannt, wie er die Position jetzt hier löst. Weil jetzt hat er den 104-Kilo-Koloss auf sich drauf. Der auch einfach in die Mount reinsteigt. Gleitet in die Mount-Position hinein. Und das ist jetzt hart, das ist jetzt hart. Hermann Hergert. Da hat er einen ganz harten Treffer im Rechten nehmen müssen. Da arbeitet jetzt muss er gucken. Jetzt eher in der Backmount-Position. Und Herzberg kann am Rear Naked Choke arbeiten, aber der Griff sitzt nicht richtig. Den sitzt er falsch an. Oh, das hätte schon sein können. Eine Minute, 105 Kilogramm knapp, die jetzt gerade auf ihm drauf liegen. Das muss er, er geht zum Arm in Triangle, er versucht hier, na, doch wieder nicht. Hergert ist jetzt, denke ich, ein bisschen im Bedrängnis, ein Problem. Ja, nachdem er die Runde hier ganz gut gestaltet hat. Versucht sich daraus zu finden, er kommt nicht raus. Ja, er kommt nicht raus. Und Herzberg löst das wirklich mit seinem Gewicht. Ja, ist auch klug. Warum Muskelkraft verschwenden für etwas, wo man genauso gut auch sein Gewicht einsetzen kann?
Ja. Und hier die Unterstützung seines Blocks. Aber Hergert, der ist durch, der ist auch zäh. Da hat er doch schon einiges jetzt einstecken müssen. Die Runde wird er überstehen. Ja, aber er wird die Runde wahrscheinlich verlieren, ne? Ende der ersten Runde. Ja. Nachdem Herzberg, die Runde geht an Herzberg, würde ich sagen. Also nachdem Hergert ganz gut gestartet ist, hier sehen wir auch ein paar gute Aktionen, aber Herzberg hat hier einfach mehr Schaden dann verursacht am Ende. Der Mann von der Fight School Hannover. In der Zeitlupe sieht man, da sind einige schöne Treffer gewesen, die Hergert setzen konnte. Aber die erschüttern Herzberg gar nicht. Also der hat auch das, was immer so als Nehmerqualität bezeichnet wird. Was sicherlich nicht gerade anzuraten ist. Ja, Nehmerqualitäten hat man oder man hat sie halt eben. Seconds out, Betreuer aus dem Ring. Wer der Herzberg wirft, muss er versuchen, oben zu landen. Oder er versucht es weiterhin im Stand. Herzberg hat so ein bisschen was von Ralf Möller. Irgendwie hat er gerade ein bisschen was von Ralf Möller gehabt. Stimmt, jetzt so von der Gesichts... Ja, von den Gesichtszügen her. Kopfform her. Der Gladiator-Darsteller. Oh, schön abgetaucht hier zum Bodylock. Und wenn er ihn jetzt werfen kann und oben landen kann, dann ist das gut. Und vor allen Dingen hat Ralf Möller in Gladiator einen Germanen gespielt, der Hermann hieß. Oh, wirklich? Ja. Cineast hier, ha? Ja, so ein paar Sachen merke ich mir dann doch noch. Und Hergert wirft ihn jetzt hier gleich. Nicht ganz, oh, aber jetzt hier. Schön, und er ist oben gelandet. Das ist auch so ein Phänomen, was mir aufgefallen ist, wenn so ganz schwere Leute, sie sind schwer zu Boden zu kriegen, sie sind schwer zu drehen, aber wenn sie dann mal auf dem Rücken sind, es ist für sie auch unglaublich schwer, wieder hochzukommen. Einfach das Gewicht wieder nach oben zu bringen, kostet eben Energie. Und das wird jetzt die entscheidende Position in diesem Kampf sein. Hergert versucht die ganze Zeit Herzberg zu werfen. Schafft er es, ihn am Boden zu halten? Schafft er es, ihn zu kontrollieren? Da ist es eine wunderbare Kontrollposition. Also Fakt ist, Hergert darf nicht in die Rückenlage geraten. Nein, da haben wir gesehen, da hat er verloren. Wenn Herzberg es wirklich schafft, nochmal raufzukommen mit seinem Gewicht und dann aber auch noch mit Wucht und mit Schlägen dann da weiterarbeitet, dann hat Hergert keine Chance. Ja. Jetzt, er muss jetzt was draus machen. Er kontrolliert ihn hier sehr gut. Macht aber, hier aber er lässt ihn jetzt aufstehen. Ja, und da ist wieder Herzberg. Wenn er das jetzt hier durchholt, dann kann er... Ja, sehr stark. Jetzt ist er oben. Oh, jetzt hat Hergert große Probleme. Jetzt hat Hergert große Probleme. Da hat er die erste Runde in meinen Augen abgegeben. Ja. Herzberg muss aufpassen. Der linke Arm ist noch zu... Ja, der linke Arm war zwischen den Beinen. Da kann man den Kopf nach unten schieben und kann eine Triangle daraus machen. Setzt jetzt mehrfach das Knie zum Körper an von Hermann Hergert. Ja, am Boden ist es erlaubt, das Knie? Da ist es erlaubt, ja. Es sind auch Ellbogen zum Körper erlaubt. Und Herzberg sehr stark. Ja, jetzt schiebt er sich einfach langsam drüber. Ja, das ist nicht aufzuhalten. Ja. Ja, eine schwere Decke, die sich über ihn draufbringt. Und da hat Hergert in der ersten Runde verloren. Und da nimmt er jetzt auch wieder harte Treffer. Schwer. Das war schon in der ersten Runde schwer für Hermann Hergert, da rauszukommen. Ja, so also Respekt an Hergert, dass er diesen Kampf angenommen hat. Aber jetzt sieht man hier einfach, das ist... Sorry, es sieht gerade aus, als ob der große Bruder auf dem kleinen Bruder drauf sitzt. Und der kleine Bruder ist halt eben einfach zu klein und zu schwach, um da wieder rauszukommen. Und das ist halt eben einfach so 10 Kilo... Das ist halt eben einfach klar, wenn man, also wenn Schwergewichte gegeneinander kämpfen, da kann das auch gut sein, dass die mal 10 Kilo, also richtige Schwergewichte. Oh, und Hergert, kommt er nochmal? Ja, der zeigt Herz hier. Der zeigt Herz, der Hergert. Ja, jetzt muss er gucken. Oh, Hinterkopf, da muss der Ringrichter. Das sah für mich jetzt aus wie ein Hinterkopfschlag. Oh, da kommt er gerade nicht mehr raus. Boom, oh, das war eine Minute.
Ich befürchte, das war das letzte Aufbäumen von Hermann Hergert. Ja, er hat doch die Beine hier überkreuzt. Warum macht er das? Also er stellt hier die Beine auf. Er müsste mehr die Hüfte einsetzen, um hier rauszukommen. Ja, Herzberg arbeitet das hier runter. Noch 30 Sekunden, das wird es wohl gewesen sein. Aber der gibt nicht auf, Tatsache. Und jetzt dreht er ihn doch nochmal. Schau an, Hermann Hergert. Der Kämpfer hier aus Hamburg. So. Aber die Zeit, die läuft unaufhörlich. Nee, da hat er auch einfach nicht mehr die Power. Er hat viel Energie am Boden verloren. Herzberg kann einfach liegen bleiben und das Ende des Kampfes abwarten. Dem geschieht da nichts mehr. Ja, sehe ich auch so. Ende der zweiten Runde, Ende des Kampfes. Ein schwergewichtiges Duell. Und beide sind gezeichnet. Und das wird wohl die erste Niederlage für Hermann Hergert werden. Und bei den Profis der erste Sieg wiederum für Sebastian Herzberg. Die haben was zu bieten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das offizielle Urteil. Der Sieg geht mit 3:0 Richterstimme in die blaue Ecke an Sebastian Herzberg. Das Mettbrötchen hat sich hier durchgesetzt. Das geht völlig in Ordnung. Sebastian Herzberg feiert seinen ersten Sieg als Profi im MMA.